Grüß Gott und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei der Juni-Sendung von Fronleiten Skyline. In der Mai-Sendung haben wir uns intensiv mit dem Thema Wirtschaft auseinandergesetzt. Jetzt beschäftigen wir uns mit den Schulen, die in den letzten Wochen einiges zu bewältigen hatten. Schön langsam kehrt auch Fronleiten wieder zurück zur Normalität. Der Betrieb in Geschäften und Gastgärten ist vorsichtig losgegangen. Der Umgang mit der gesamten Situation wird von den Bewohnern unterschiedlich wahrgenommen und auch gelebt. Neben dem Lockdown für die Wirtschaft war es vor allem für die Schulen eine Situation, die auch in dieser Form in keinem Lehrbuch steht. Es war eine sehr herausfordernde Zeit für alle Beteiligten, für die Eltern, die natürlich die Kinder zu Hause hatten, mit Berufstätigkeit gleichzeitig, für die Kinder, ganz neue Situationen, aber auch für die Lehrerinnen, die sich auf neue Unterrichtsformen einlassen haben müssen. Meine Entscheidung war wirklich, auf das digitale System umzusteigen und nur in Ausnahmefällen, wenn es einfach wirklich Kinder nicht schaffen, Eltern nicht schaffen, wo einfach die technische Infrastruktur nicht gegeben war, das Ganze in Papierform dann auszudrucken und weiterzugeben. Und es hat im Großen und Ganzen wirklich ganz, ganz gut funktioniert. Ein wichtiger Faktor für den Unterricht zu Hause war auch die Erreichbarkeit der Schülerinnen und Schüler. Jedes Kind hat bei uns seine eigene E-Mail-Adresse, wo man dann wirklich die Kinder erreicht hat, mit den Kindern in Austausch gegangen ist. Es gibt ja Office-Pakete, wo diverse Apps angeboten werden, wo man zum Beispiel Videokonferenzen machen kann. Und da hat es sicher zweieinhalb Wochen gebraucht, bis man herausgefunden hat, welche Kinder erreicht man und welche Kinder erreicht man nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und darauf wurde dann reagiert. Speziell die Kinder haben in dieser Zeit ihre Potenziale erkennen lassen. Und was mir persönlich so gut gefallen hat, war, dass die Kinder ihre große Kreativität gezeigt haben. Die Kinder haben uns also über verschiedenste Medien die tollsten Arbeiten geliefert. Sie haben, nur als Beispiel, ein Kind hat ein Referat über Ziegen gehalten zu Hause im Ziegenstall und hat das mitgefilmt und hat das in die Schule geschickt. Also es waren so viele tolle Beiträge der Kinder, dass man das also gar nicht aufzählen kann in Wirklichkeit. Die neue Wirklichkeit hat sich nun seit ein paar Wochen eingestellt. Die Maskenpflicht in den Schulen ist gefallen, trotzdem wird auf Hygienemaßnahmen und Abstände besonders geachtet. Der Unterricht in den Klassen erfolgt noch im Gruppenmodus, um auch hier ein Mindestmaß an Abständen einzuhalten. So ist alles perfekt geregelt, um sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Für die Lehrerinnen und Lehrer heißt das Wissensvermittlung und für die Schülerinnen und Schüler Lernen. Schließlich sind es nur mal ein paar wenige Wochen bis zum Schulschluss. Die Kolleginnen bemühen sich halt jetzt noch Dinge aus dem Lehrplan zu erfüllen, die normalerweise noch erfüllt werden sollen, aber ohne zu viel Druck auf die Kinder auszuüben. Und der große Wunsch ist es halt, dass wir im Herbst wieder ganz normal in die Schule starten können. Der Fokus geht natürlich bei den Schüler und Schülerinnen in der 8. Schulstufe, das heißt 4. Klasse, auf weiterführende Schulen, auf wie begleitet man sie und unterstützt sie, dass sie einen guten Start in die Lehre haben, in den Beruf, Lehrstellensuche, also wirklich hier drauf zu schauen, was brauchen sie effektiv noch, damit sie einfach gut weitergehen können, aber auch die Schüler und Schülerinnen in der Schule, was muss wirklich noch gemacht werden oder kann man sich darauf konzentrieren, dass man sagt, Grundkompetenzen festigen und im nächsten Schuljahr wird wieder durchgestartet. Szenenwechsel in die Musikschule, die in ihrer Unterrichtsform ja ganz stark am praktischen Lernen orientiert ist. Die Unmittelbarkeit und der direkte Austausch zwischen Lehrern und Schülern ist eigentlich Grundvoraussetzung, ein Instrument zu lernen. Aber auch hier hat die Digitalisierung Lösungen möglich gemacht. Für uns war das auch sehr schwierig, aber wir haben da einige Lösungen gefunden, wie wir den Unterricht gestalten können. Online-Unterricht über WhatsApp, Skype, wie die ganzen Dinge alle heißen, die wurden genutzt. Die Lehrer haben sich da ein bisschen weitergebildet und das ganz gut gemacht. Konferenzen oder irgendwelche Besprechungen konnte man über diverse Plattformen abwickeln und es war schwierig, aber es ist gegangen. Ja. Und 1, 2, 3, 4. Der derzeitige Unterricht besteht aus Einzelunterricht und in Kleingruppen.
Der Unterricht gestaltet sich ungewöhnlich, möchte ich sagen, mit sehr viel Desinfektionsmittel, Mundschutz, Händewaschen vor und nach dem Unterricht und in einem Einbahnsystem in der Musikschule, damit sich die Kinder nicht begegnen. Früher war die Schule ein Ort der Begegnung, jetzt ist es eher ein Ort der Desinfektion, möchte ich fast sagen. Trotzdem wird fleißig gelernt und geübt. Große Hoffnung wird auf einen Unterricht in bewährter Form im Herbst gesetzt. Ich hoffe, der Herbst wird nicht mehr neue Normalität heißen, sondern wieder Business as usual. Wir planen eine Bläser- und Streicherklasse für die ersten Klassen der neuen Mittelschule. Da haben wir die große Unterstützung der Gemeinde, die das kostenlos mitfinanzieren würde für alle, die das ganze Jahr dabei bleiben. Nähere Details kann man dann bei mir erfragen, wie das dann geplant ist. Ich hoffe, es kommt zustande. Wir können wieder so unterrichten, wie wir es gewohnt sind. Auch die ganzen Ensembles, die wir an der Musikschule haben, können dann wieder proben und begeistert Musik machen. Vor den Ferien wird die Musikschule den Abschluss des Schuljahres noch würdig begehen. Konzert. Es wird ein Schulschlussfest werden. Wir planen das am Donnerstag, den 9. Juli um 17 Uhr im Innenhof des Bildungszentrums, Open Air quasi. Da sind auch wieder 500 Besucher erlaubt. Mit den Abstandsmaßnahmen, Hygienemaßnahmen werden selbstverständlich eingehalten. Wir wollen eine kleine Bandbreite bieten, was wir das Jahr über geleistet haben. Und so wird es ein Schulschlussfest geben mit einem durchlaufenden Programm auf verschiedenen Bühnen. Eines ist klar, mit großem Engagement haben Schüler, Eltern und Lehrer das Beste aus der Situation herausgeholt. Da sind sich alle Direktoren der Schulen in Fronleiten einig. Ich habe den Eltern das auch schon schriftlich mitgeteilt. Ein großer Dank an alle Eltern, die sich da so bemüht haben und die wirklich gefordert waren. Ja. Und ein großes Lob an die Kinder, die so fleißig gearbeitet haben. Ich möchte aber trotzdem auch nicht mehr auf meine Kolleginnen vergessen, die da auch wirklich viel geleistet haben. Ich bin irrsinnig stolz darauf, dass sowohl die Zeit des Distance Learnings so super geklappt hat, als auch jetzt wieder der Start hier in der Schule. Danke fürs Durchhalten, für den Ideenreichtum, der wirklich großartig war, quer durch alle Instrumentengruppen. Auch ein großes Dank an die Lehrerinnen und Lehrer, die da durchgehalten haben und via WhatsApp und alle möglichen neuen Medien ausprobiert haben. Und auch ein großer Dank gilt natürlich auch der Gemeinde, die Musikschulbeiträge für April und Mai ausgesetzt hat. Also die Eltern brauchen da nichts zu bezahlen, obwohl Online-Unterricht stattgefunden hat. Und das war schon eine große Hilfe und ich hoffe, dass wir dann im Herbst wirklich normal losstarten können, in alter Frische, möchte ich fast sagen. Das Thema Frische führt uns zugleich in das Schwimmbad des Sport- und Freizeitparks Fronleiten, wo der Badebetrieb für den heurigen Sommer wohl etwas anders aussehen wird. Urlaub zu Hause ist heuer bei vielen Familien die große Devise. Ein perfektes Angebot für den Sommer bietet der Sport- und Freizeitpark Fronleiten. Der Start in die Badesaison 2020 erfolgte am 30. Mai mit einem zögerlichen Beginn, bedingt durch Corona und das schlechte Wetter in den ersten 14 Tagen. Das Team der Stadtgemeinde Fronleiten KG hat sich auf alle Fälle perfekt auf diese außergewöhnliche Saison vorbereitet. Mit intensiven Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln und großem Personaleinsatz ist man für die Gäste da. Es sind alle Bademeister im Einsatz und jetzt warten wir heute auf viele Gäste. Die Freifläche im Bad ist groß, dennoch wird auf Abstände geachtet. Ja, durchgehen, auffordern die Leute, wenn sie echt zusammenpicken oder wenn sie extra werden, so wie leck. Aber sie halten sich dran. Die Maßnahmen wirken schon bei der Kasse am Eingang. So sind es insgesamt rund 1000 Gäste, die man pro Tag reinlassen darf. Die gepflegten Becken präsentieren sich wie immer einladend. Für Florian Holzmann ist das Bad in Fronleiten der regionale Hotspot, um zu schwimmen. Ja, heute ist es das erste Mal seit Beginn der Krise, dass ich wieder im Becken bin und das ist natürlich wunderbar,
Und ich denke, dass man es auch machen kann mit ein bisschen Hausverstand und entsprechend die Maßnahmen einhalten und dann kann man wieder mit Freude ins Becken reinspringen. So steht einem Badespaß für die ganze Familie nichts im Weg. Im Vorfeld wurde die gesamte Anlage energietechnisch noch einmal aufgerüstet. So ist im Mai eine neue Photovoltaikanlage in Betrieb gegangen, die den Kosten für den hohen Stromverbrauch von rund 680.000 Kilowattstunden pro Jahr entgegenwirken soll. Diese eigenverbrauchsoptimierte Anlage ist in der Lage, bei entsprechenden Wetterbedingungen den gesamten anfallenden Leistungsbedarf von 80 Kilowattstunden pro Tag abzudecken. Zusätzlich wird der Ausstoß von 44 Tonnen CO2 vermieden und damit die Umwelt entlastet. Der Sport- und Freizeitpark ist damit eine bedeutende Vorzeigeeinrichtung für die ganze Region. Für unsere Kurzbeiträge kommen wir noch einmal zurück ins Schwimmbad, wo ein neuer Pächter die Gastronomie übernommen hat. Dann geben wir Ihnen einen Überblick über die Gemeinderatswahlen und sind zu Gast im Seniorenzentrum Adriach bei einem ganz, ganz besonderen Jubiläum. Neu ist auch der Pächter im Sport- und Freizeitpark. Mit Siegfried Schober hat ein international erfahrener Gastroprofi den gastronomischen Part übernommen. In erster Linie soll gutes Service, gutes Essen, aber natürlich auf den Badegast für den Sommer bezogen sein. Und zwar, wenn man da runter sieht, das wird unsere, wir nennen es die To-Go-Linie, wo man sich selber nehmen kann und dann runter in den Badebereich. Und wenn man etwas essen möchte, dann wird das draußen auf der Terrasse, wo es mit einer wunderschönen Aussicht aufs Bad wird serviert und vom Kellner bedient. Natürlich ist es der Start in eine schwierige Saison. Das gesamte Team geht jedoch ambitioniert ans Werk und will die Gäste des Upstairs, so der Name des Restaurants und Buffets, mit Qualität überzeugen. Wir sind davon überzeugt, man kann trotz der schwierigen Situation und den ganzen Beschränkungen, es wird weitergehen und einer muss den Anfang machen. Und ich glaube, mir und die Doris versuchen sie und haben da den richtigen Platz gefunden. Ein Schmankerl sei schon einmal hervorgehoben, so sind es die speziellen Burger, die wohl viele Badegäste die Stiege hinauf ins Upstairs gehen und sowohl das Essen als auch die Aussicht genießen lassen werden. Die Gemeinderatswahl am 28. Juni steht vor der Tür. Neben den vier Parteien im Gemeinderat sind es weitere drei Listen, die in Fronleiten antreten. Wenn Sie schon gewählt haben, sei es am Vorwahltag oder per Briefwahl, dann ist für Sie alles erledigt. Diese Stimmen haben ihre Gültigkeit. Wenn Sie jedoch noch nicht gewählt haben, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Die Wahl am 28. Juni in Ihrem Wahllokal unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen oder per Briefwahl. Die bisher ausgestellten Wahlkarten behalten noch ihre Gültigkeit. Wer noch keine Wahlkarte beantragt hat, kann diese mündlich oder schriftlich bis Mittwoch, 24. Juni, beziehungsweise nur mündlich bis Freitag, 26. Juni, 12 Uhr im Rathaus beantragen. Die Wahlkarte muss dann bis spätestens 28. Juni bis zum Schließen des Wahllokals übermittelt werden. Das Wahlergebnis und Interviews mit den Vertretern der Parteien werden wir Ihnen noch am Wahlabend auf Fronleiten Skyline ins Haus liefern. Einen Hunderter zu feiern ist ein seltenes und besonderes Ereignis. Im Mai durften die Vertreter unserer Stadtgemeinde der Jubilarin Sophie Langsam, die im Volkshilfe-Seniorenzentrum in Adriach bestens betreut wird, gratulieren. Mit dabei natürlich die Familie des Geburtstagskindes sowie eine Abordnung des Musikvereins Fronleiten. Das Team des Seniorenzentrums hat eine riesengroße Torte gebacken und dann wurde, natürlich unter Einhaltung sämtlicher Abstandsregeln, angestoßen. So richtig hochleben ließ man Sophie Langsam schließlich mit dem Steigen von 100 Luftballons. Zu guter Letzt versprach die Jubilarin, auch im kommenden Jahr wieder groß feiern zu wollen. Ja?
Der abschließende Beitrag führt uns auf den Hauptplatz, wo eine Vernissage und zugleich die erste Kulturveranstaltung nach dem Lockdown stattgefunden hat. Mit diesem Beitrag, meine Damen und Herren, verabschieden wir uns dieses Mal. Wir sehen uns wieder am 28. Juni, wo wir am Abend die Statements der Spitzenkandidaten der Gemeinderatswahl ins Haus liefern werden. Ihnen wünsche ich bis dahin alles Gute, machen Sie es gut, auf Wiederschauen. Das Comeback von Kulturveranstaltungen in Fronleiten feierte Jochen Krobert am 29. Mai auf unserem Hauptplatz. Stay Wild ist dabei das Motto des Künstlers, der mit seinen Stahlbildern ausdrucksstarke Motive liefert. Die Idee von Wildstahl selbst ist dabei fast zufällig entstanden. Es war aber Muttertag vor einem Jahr und ich habe mir gedacht, gut, Blumen habe ich die letzten 21 Jahre meiner Mutter geschenkt, ich muss einmal irgendwas anderes schenken und habe mir gedacht, okay, was könnte ich ihr schenken? Mütter lieben Fotos, Mütter lieben ihre Kinder und deshalb habe ich mir gedacht, ich schenke ihr ein Foto, aber der speziellen Art und habe ihr ein Porträt aus Stahl geschenkt. Das hat ein bisschen gedauert, es hat 2 bis 3 Monate gedauert, bis ich die ganzen Tools und Techniken herausgefunden habe. Aber es ist geglückt und das war dann der Beginn von Wildstahl. Jochen Krobert hat sich auch selbst gefunden in seiner Kunst, die Handwerk und Design vereint. Bevor ich Wildstahl gegründet habe oder bevor diese ganze Vision in mir gekommen ist, war ich ein bisschen an einem Tiefpunkt in meinem Leben. Ich war beruflich nicht wirklich da, wo ich sein wollte und habe eine wahnsinnige Unzufriedenheit gefühlt. Aber mit Wildstahl ist diese Unzufriedenheit einfach zu 100% weg und die Leute sehen eigentlich in jedem einzelnen Bild meine Emotionen und ich bin vollkommen angekommen. Ja. Angekommen ist damit auch wieder ein wesentliches Element unseres Kulturlebens, das Miteinander nach der Pandemie. Ich habe mir genau dieses Datum ausgewählt, weil wir alle stecken in einer Krise, in einer Pandemie und es gibt jetzt die ersten Lichtblicke, dass es wieder Auflockerung gibt und ich will mit dieser heutigen Veranstaltung zeigen, dass es auch in schwierigen Zeiten positive Dinge im Leben gibt und will die Leute wieder dazu animieren, dass sie fröhlich sind, dass sie rausgehen, dass sie kommen, meine Kunst anschauen und mit mir heute diesen besonderen Moment feiern.